Sie wollen es nicht. Aber es passiert trotzdem. Ich meine, es passiert die ganze Zeit. Und sie wollen diese Verbindung nicht herstellen. Und die Wissenschaftler sind genauso. Sie wollen keine Geister. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Aber es passiert trotzdem. Es passiert die ganze Zeit. Die Menschen, die zu mir kommen, sind völlig aus der Balance. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben enorme Probleme zu Hause und bei der Arbeit. Und sie gehen zu Psychologen, Psychoanalytikern. Die sagen ihnen dann, dass es eine Halluzination sei. Ich bitte Sie, wir wissen, dass diese Behauptung nicht wahr ist. Während sie durch Gasparetto malen, bringen die Künstler wichtige Mitteilungen aus der Welt des unsterblichen Bewusstseins. Sie sagen, dass wir in einer Kultur leben, die den Leuten nicht mehr beibringt, wie man stirbt. In unseren Krankenhäusern werden die Sterbenden mit Drogen betäubt, sodass sie die Welt der Geister unbewusst und verwirrt betreten, völlig unvorbereitet auf das, was sie im nächsten Leben erwartet. Diese Seelen finden sich oft in einem Albtraum wieder, gefangen zwischen dieser Welt und der nächsten, in einem Zustand der Verwirrung, der Jahre andauern kann. Gasparetto warnt davor zu glauben, alle Geister seien eine Quelle unendlicher Weisheit, wie das oft angenommen wird. Wie in der Welt der Lebenden gibt es auch in der Welt der Geister unehrliche und betrügerische Leute, weil man nicht einfach automatisch heilig wird, nur weil man stirbt. Die Spiritisten lernen zwischen den wertvollen und trivialen Kontakten zu unterscheiden und sich nur mit den hochentwickelten Wesenheiten zu verbinden. Gasparetto glaubt, dass die Bestimmung der Menschheit die spirituelle Evolution ist und meint, selbst jetzt noch arbeite Picasso an seiner eigenen spirituellen Vervollkommnung dadurch, dass er hilft, unsere Ansichten über den Tod zu ändern und zu zeigen, dass das Leben weitergeht, lange nachdem der physische Körper wieder zu Staub geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es eine Heilung war, aber ich fühlte, dass sich etwas in mir änderte, eine Transformation in gewisser Weise, und ich kann nicht genau beschreiben, was der Inhalt dieser Veränderung ist, wenn ich ehrlich bin. Ich halte es für möglich, dass einer, der sehr, sehr lang studiert und hart arbeitet, diese Art von Malerei, wie Gasparetto sie hervorbringt, zu simulieren imstande ist. Aber ich glaube ganz und gar nicht, dass Gasparetto simuliert. Er hat zu viele verschiedene Dinge getan, die viel zu ungewöhnlich waren. Er hat seine Hände auf eine so unglaublich spontane Weise bewegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Souveränität erlernt und eingeübt werden kann. Es scheint so zu sein, dass wir, seit unser rationaler Teil so besonders entwickelt ist, alles, was wir sehen und erleben, durch diesen rationalen Filter sehen. Und so passiert es,
wenn wir eine Erfahrung machen, dass wir sie nur im Kopf analysieren und wir erlauben uns nicht, diese logische Kopfigkeit zu umgehen und uns einfach hineinzubegeben in die Erfahrung. Die Geister der Maler warnen uns, sagt Gasparetto, dass Leute mit großartigen mystischen Fantasien es oft sehr schwer finden, sich an das Alltagsleben in der Welt der Geister zu gewöhnen. Beim Verlassen ihres Körpers erwarten sie, von Christus auf seinem Thron begrüßt zu werden oder von Buddha. Wenn man aber ein bedeutungsloses Leben auf der Erde geführt hat, so wird man in der Welt der Geister genau das Gleiche vorfinden. Das spirituelle Leben des Menschen beginnt auf dieser Erde. Es kommt aus einem Bewusstseinsgefäß, ein großer Geist, und Gasparetto ist nur ein Instrument. Es könnte wichtig sein, aufzuzeigen, dass es in anderen Dimensionen dieses Bewusstseinsgefäß gibt, zeitlos, lebendig. Für mich ist diese Art von Information wichtig, aber ich möchte nicht ungeladene Gäste in mir haben. Dann wäre ich schon lieber der ganz unbedeutende Maler Lotzki und nicht das Instrument von Picasso oder Monet oder wie immer sie heißen. Für mich ist das sehr befremdend, denn in meiner Erziehung gab es den Tod nicht. Seit ich hier in dieser Welt bin, habe ich gesehen und immer gehört von der Unauflösbarkeit des Lebens, der Ewigkeit, von der Kommunikation mit geistigen Wesenheiten. Dieses Wissen ist sehr, sehr alt. Aber wir weichen diesen Tatsachen aus, weil sie für uns viel Verantwortung bedeuten. Wir können dann nicht einfach Dinge tun, ohne sie zu verantworten, ohne an die Zukunft zu denken. Das ist aber unsere Pflicht, denn das Leben geht weiter. Alle Tatsachen, alles, was wir tun, alle Ursachen haben ihre Wirkung. All the facts, all the actions will have a reaction. Da eine andere Intelligenz durch ihn hindurch wirkt, sagt Gasparetto, müssen die Maler nicht unbedingt seine Hände benutzen. Er ist ohnehin nur ein Instrument ihres Willens. Könnte es sein, dass uns Mitteilungen aus der Welt der Geister ständig erreichen, wir uns aber dessen nicht bewusst sind? Ist es möglich, dass viele unserer intuitiven Eindrücke und kreativen Ideen von außerhalb kommen? Obwohl viele Menschen im Westen glauben, dass Kontakte mit der Welt der Geister in Wirklichkeit nur Fantasien unseres Unbewussten sind, nimmt trotzdem eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern an, dass das menschliche Gehirn wie ein komplizierter Sender und Empfänger funktioniert, der unter bestimmten Bedingungen die Gedanken und Gefühle eines anderen Bewusstseins aufnehmen kann. Selbst im Westen sind telepathische Erfahrungen nicht unüblich. Ist es möglich, dass das Bewusstsein sogar die Barrieren von Zeit und Raum überschreiten kann, um den Gedanken eines berühmten Meisters der Vergangenheit aufzugreifen? Gasparetto könnte eine wenig bekannte Fähigkeit der Psyche demonstrieren, nämlich die, Quellen von Wissen und Kreativität zu erschließen, die normalerweise unseren Sinnen nicht zugänglich sind. Und nach Ansicht der Spiritisten haben wir alle das Potenzial dazu in uns.
Gasparetto war über 2 Stunden lang in Trance, in der er über 10 Bilder gemalt hat, signiert von Monet, Picasso, Modigliani und anderen Meistern. Erinnern Sie sich, Luis Antonio, was während der Trance vorging? Nein, nein, ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich habe so viele aufregende Wahrnehmungen. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist eine Art Ekstase. Es ist wundervoll. Hatten Sie besondere Wahrnehmungen, die Sie beschreiben können? Ja, ich bin mir meiner bewusst und in meinem Körper, aber in einem anderen Bewusstseinszustand, da bin ich sicher. Ich fühle, was Sie fühlen. Ich habe Ihre Gedanken in meinem Kopf. Ich kontrolliere meinen Körper nicht, wenn ich mich in diesen anderen Bewusstseinszustand begebe. Aber ich könnte es, wenn ich es will. Manchmal kommen sie mit so wundervollen Gefühlen, Stimmungen, und sie kommen nie allein, immer in einer Gruppe, eine sehr große Gruppe, und schöne Menschen. Ich habe Tänzer im Raum gesehen, wunderschöne Frauen aus dem vergangenen Jahrhundert. Ich habe Isadora Duncan gesehen, sie war hier, und ich spüre, wie glücklich Sie sind, Ihre Malerei durch mich entstehen zu lassen. Und ich habe Ihr Glück darüber gefühlt. Ich spüre 4 oder 5 Persönlichkeiten gleichzeitig. Und sie kommen nahe zu mir und sie legen ihren Arm um meine Schulter und sie führen meine Hände. Und dabei kann ich Ihre Gefühle ganz klar wahrnehmen. Und ich weiß, welche Bilder sie malen werden. Sie berühren meinen Körper und haben das Gefühl, das Richtige zu tun. Und meine Arme folgen unmittelbar ihren Impulsen. Gasparettos Trancebilder sind Fenster zu anderen Dimensionen menschlichen Bewusstseins. In unserer nächsten Folge besuchen wir brasilianische Trance-Tänzer, die die Geister von amerikanischen Medizinmännern inkorporieren.